Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Grundkompetenzen zu Windows 11. Und diesmal geht es um Aero-Shake. Das heißt, wenn man an einem Fenster oben an der Titelleiste schüttelt, sollen alle Fenster minimiert werden. Und wenn man wieder daran schüttelt an diesem Fenster, sollen die bisher geöffneten Fenster wieder geöffnet werden. Dafür muss man Windows aber vorbereiten bzw. eine Einstellung vornehmen. Wie machen wir das? Wir gehen einmal ins Einstellungsmenü mit der Tastenkombination Windows-Taste I. Da geht das Einstellungsfenster auf, dann wähle ich mir auf der linken Seite System, gehe hinunter auf Multitasking und schaue, ob hier bei Fenstertitelleiste schütteln auf eingewählt ist, ja, was es an ist. Wenn das der Fall ist, kann ich hier oben hergehen, mit der linken Maustaste sie oben auswählen, gedrückt lassen, ich schüttle hin und her, noch einmal und das Fenster, die anderen Fenster, das geöffnete Fenster ist wieder da. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.